Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 109 am 18. März 2023. Es ist 20.30 Uhr. Wir haben noch 11 Grad Außentemperatur. Und ich befinde mich nun am Gringo-Strand. Nein, so heißt er nicht wirklich, sondern das ist ein Name für diesen Strandabschnitt, den wir bei der Herfahrt im November diesem Strandabschnitt gegeben haben, aus einem ganz bestimmten Grund. Aber damit ihr das so ein bisschen verorten könnt, es ist ein bisschen nördlich von Kyparissia, also immer noch an der Westküste der Peloponnes im Süden Griechenlands. Hier werden wir auch die nächsten Tage bleiben, denn das ist im Prinzip unsere fast letzte Station, zumindest längerfristige Station für diese Überwinterung. Dann haben wir uns noch zwei Stops rausgesucht bei der Fahrt Richtung Albanien in Griechenland, weil die Strecke doch ein ganzes Stück noch zu fahren ist. Wenn das dann so alles hinhaut, werden wir nochmal zwei Stops machen und dann Ende März, Anfang April irgendwie so um den Monatswechsel dann nach Albanien rüber verschwinden. Ja, es ist schon ein bisschen komisch so, das Ende einzuläuten, aber an diesem wunderbaren Platz, wir wurden auch wunderbar empfangen, wieder mit bestem Wetter, ein bisschen windig ist es noch, aber tagsüber richtig schön, die Sonne scheint, wir hatten einen tollen Sonnenuntergang, also wirklich toll. So, warum heißt jetzt dieser Strand bei uns Gringo Beach? Dieser Strandabschnitt, hier leben zwei Hunde, mittlerweile wissen wir auch, wie die wirklich heißen. Wir haben, ich glaube, Vera sogar, ich weiß es gar nicht mehr, wer das war von uns dreien, haben den einen Hund, der wirklich, also wirklich zu köstlich aussieht. Bisschen zu tief, bisschen zu breit, bisschen zu lang. So kann man ihn umschreiben. Zotteliges Fell mit einer witzigen Frisur, so eine Art Irokesenfrisur. Also wirklich ein lustiges Tier und ein ganz fröhlicher Hund. Und wir haben heute tatsächlich eine Griechin kennengelernt, die jeden Abend hier vorbeikommt und die Tiere füttert, die beiden. Er heißt tatsächlich, oder sie hat ihn Eddie getauft, und der andere Hund, das ist so ein Schäferhundverschnitt mit aber auch ein bisschen mehr Fell wie ein Schäferhund, aber ja, so von der Größe her halt. Und der heißt Johnny. Ich glaube, für uns bleibt der Wuschelige, der Kleine, immer Gringo, und der andere Boss haben wir damals getauft, weil der immer als erstes das Futter frisst und dann darf Gringo hinterher fressen. Gringo hat aber keine Probleme damit und er ist wohlgenährt. Vielleicht erzähle ich euch die Tage noch mal ein bisschen mehr davon. Deshalb Gringo Beach, und wir fühlen uns hier richtig heimisch und wohl und sind sehr froh, dass beide Hunde da sind und es beiden gut geht, weil in den ersten 2-3 Stunden war das nicht so. Die waren nicht hier. Dann kam der Boss eben, Johnny, an, und wir vermissten den anderen, und plötzlich kam der dann an, als die Frau eben hierher fuhr mit ihrem Auto, die ja jeden Abend Futter bringt, und dann kam er natürlich auch sofort angerannt. Der lag bei einem anderen Wohnmobil, das ein bisschen weiter an der Seite steht, und lag dort, weil er dort eben auch gefüttert wird von dem Mann. Also der kommt nicht zu kurz. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Sonntag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.